Komm schon, Baby. Lass mich hier nicht hängen. Kane? Stimmt was nicht? Du siehst so traurig aus. Nein, alles in Ordnung. Ich hatte gedacht, dass du dich nicht wohlfühlst, als du dich eben umgedreht hast. Ich weiß nicht, was... Es ist nur, wenn ich dich ansehe, ich werde mich nie daran gewöhnen, wie schön du bist. Dein Senior Cruz ist ein glücklicher Mann. Ich denke oft daran, was für ein Glück ich habe. Klingt das nicht verrückt von einer, die im Rollstuhl sitzt? Nein, ganz und gar nicht. Trotzdem, manchmal muss man eben ein wenig verrückt sein, um in dieser verrückten Welt leben zu können. Also, ich muss jetzt gehen. Eden? Bevor du gehst, möchte ich gern über etwas mit dir reden. Hat es noch etwas Zeit? Da wartet jemand auf mich. Cruz, wieso nennst du ihn nicht beim Namen? Ja, aber ich will ihn nicht warten lassen. Können wir uns nicht morgen früh treffen und dann reden? Klar, kein Problem. Entschuldige, ich hatte wirklich kein Recht. Oh nein, es tut mir leid. Wir können auch jetzt reden, wenn es so wichtig für dich ist. Nein, ist schon in Ordnung. Geh du nur zu Cruz. Er wartet ja auf dich. Ihr seid nicht fair, wirklich. Wir sind Werbeleute, wir halten uns nur an die Regeln. Wir halten uns nur an die strengen Regeln des unmoralischen Verhaltens. Also ernsthaft, wir wollen Sie zu nichts zwingen, wobei Sie sich nicht wohlfühlen. Aber es macht Spaß und es wird nicht schlecht bezahlt, also. Was denkst du? Ja, nun, es ist deine Entscheidung, aber ich würde annehmen. Also gut, wir nehmen an. Wo ist der Stift? Ja, wir sind aus. Es ist in einem Monat keine einzige Frau, egal an welcher Küste, geben wird, die sie nicht in ihre Träume und Fantasien eingebaut hat. Wie auch immer, wir werden unsere Beast-Kampagne hier auf dem Sommerfest in Santa Barbara anlaufen lassen. Wow! Herzlichen Glückwunsch. Eine gute Wahl. Danke. Wunderbar. Ich denke, wir sollten jetzt wieder ins Büro gehen, sonst überlegt er sich noch anders. Dann kann ich auch erzählen, wie ich zu dem Vertrag gekommen bin. Habe ich richtig gehört? Ich glaube, du verwechselst da etwas. Nett, dich gesehen zu haben, Haley. Jack, wir hören voneinander. Ja, okay. Wiedersehen, wir melden uns mal. Wiedersehen. Wiedersehen. Du denkst doch wohl nicht, dass das von Anfang an deine Idee war, hm? Sag gute Nacht, meine Schöne. Gute Nacht. So ist brav. Ich glaube, wir werden noch viel Spaß miteinander haben, Haley. Tja, also, ich weiß nicht, irgendwie hat sich so vieles verändert. Was meinst du? Ich bin noch nie mit einer Berühmtheit zusammen gewesen. Wie soll ich dich nennen? Mr. Morton oder Mr. Beast? Weißt du, für all dies hätte ich niemals die Nerven gehabt, wenn du nicht gewesen wärst. Nein, das denkst du nur, weil es neu für dich ist. Jake Morton, du wirst dich schnell so fühlen, als hättest du das schon immer getan. Ja, das hoffe ich sehr. Und du bleibst bei mir? Du kannst dich darauf verlassen. So. Und was hast du mit deiner ersten Million vor? Das weiß ich noch nicht, aber mit dem ersten Tausender werden wir einkaufen gehen. Komm schon. Was? Wohin gehen wir? Wirst du schon sehen. Warte!
Ich hoffe, ich habe dich nicht warten lassen. Oh nein, überhaupt nicht. Wenn ich Sie wäre, würde ich hier nicht so herumschleichen. Kommen Sie, ich muss mit Ihnen reden. Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie sich nicht mit mir in Verbindung setzen sollen? Es ist wichtig, ich musste die Gelegenheit nutzen. Ich bezahle Sie nicht, damit Sie Gelegenheiten nutzen. Ich will nur die Unterschrift von Mason Capwell auf diesem Schriftstück, das ist alles. Also warum sind Sie hier? Ich habe langsam die Nase voll von diesem Job. Es gibt Leute, die denken, Indianer mögen die Hitze. Aber ich hasse sie. Außerdem sind die Konditionen nicht gerade die besten. Haben Sie etwas getrunken? Ach, kommen Sie, lassen Sie diese Vorurteile bitte beiseite. Ich bin hier, weil ich keinen Schritt weiter gekommen bin. Sie unterschätzen offenbar die Hartnäckigkeit der Capwells. Sie ist größer, als Sie denken. Warum fälschen Sie seine Unterschrift nicht? Und ich bringe ihn um. Weil man Urkundenfälschung nachweisen kann und das Gericht sich zu sehr dafür interessieren würde. Aber warum ist das so wichtig für Sie? Ich meine, wo ist da eine Verbindung zu Ihnen? Was machst du denn? Ich dachte, ich bin etwas unverschämt und bitte dich um den ersten Tanz. Das ist alles so wunderschön. Baby, das ist doch nichts. Du bist wunderschön. Ich denke, du solltest mich runterlassen. Also gut, wie du willst. Ich hatte es schon fast vergessen. Was? Wie schön es ist, dich zu berühren. Dich in den Armen zu halten. Ich hab dich vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Obwohl ich die ganze Zeit gewusst habe, Eden, dass du und ich schließlich zusammenkommen würden. Glaubst du daran? Oh ja, das tue ich wirklich. Ich sag dir was. Früher bestand mein spirituelles Training darin, den Religionsunterricht zu besuchen. Und regelmäßig im Schulchor mitzusingen. Aber erst als ich dich traf, Liebling, da habe ich begonnen, die Schönheit des menschlichen Geistes zu verstehen. Und seine Kraft und seine Ausdauer. Erinnerst du dich zum Beispiel an die Woche, die wir im Schloss verbracht haben? Das werde ich nie vergessen. Die Legende von Graf Edward und seiner Lady Anne. Ja, genau. Wie sich die zwei nachts im Schloss herumtrieben und durch die Gärten schlichen. Hand in Hand, hoffnungslos verliebt. Ja, sie waren mit uns dort. Weißt du noch, als wir anscheinend allein im Weinkeller herumtanzten und ich fühlte, dass sie da waren? Ja, sie waren da. Lass uns auf Anne und Edward trinken. Auf ihre große, immerwährende Liebe. Und auf unsere... Für ein wunderschöner Ring. Warum setzt du ihn nicht auf? Wenn es Ihnen wirklich zu langweilig oder zu unangenehm ist, dann bin ich wohl gezwungen, mir einen anderen Helfer zu suchen. Das ist Ihre Entscheidung, Lady. Ich kann nur nicht verstehen, was dieser ganze Aufwand soll. Ich meine, dieser Doktor... Eleanor, was suchst du denn noch so spät hier?
Nun, Pearl, da du meine Einladung zum Essen so unfreundlich abgelehnt hast, habe ich mich dafür entschieden, hier endlich den Papierkram zu erledigen. Und was ist mit dir? Du wolltest doch nach Hause, habe ich recht? Was mit mir ist? Oh, ich bin dabei, eins und eins zusammenzuzählen. Ja, für welchen Fall? Welchen Fall? Oh, das ist ein echt schwieriges Problem. Das Geheimnis des noch fehlenden Teilchens. Eine Stunde, nachdem man aufgehört hat, kann man schon wieder von vorne anfangen. Und jetzt entschuldige mich. Meine Freunde und ich haben noch etwas zu erledigen. Sie Idioten! Sie setzen alles aufs Spiel, wofür ich hart gearbeitet habe, und jetzt gehen Sie wieder. Und wenn Sie Mason töten, bevor er unterzeichnet hat, dann ist es aus mit Ihnen. Und jetzt verschwinden Sie. Entschuldigung, ich suche meinen Vater. Haben Sie ihn vielleicht gesehen? Ups, erwischt. Was meinen Sie damit? Vermutlich habe ich mich zum Voyeur gemacht. Sie haben die Gartenlaube beobachtet. Sie beobachten ihn und Cruz, stimmt's? Ich bekenne mich schuldig. Ich konnte mich nicht beherrschen. Als ich ihre Schwester so herausgeputzt und strahlend sah, ich weiß nicht, das hat etwas ausgelöst. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Sie lieben sie, nicht wahr? Immer noch. Ich empfinde sehr viel für ihre Schwester auf eine ganz besondere Art. Und darin hat sich auch nichts geändert. Wie können Sie da sicher sein, Kane? Ich meine, Sie waren krank. Und Sie sagen selbst, dass Ihr Erinnerungsvermögen noch nicht besonders klar ist. Ich weiß, dass ich Gefühle für Sie habe. Gefühle? Wie stark sind die Gefühle? Sehr stark. Liebe? Ja. Ich bin sicher, dass Sie schon für andere Liebe empfunden haben. Das hat wohl jeder. Aber ich glaube, dass Gefühle missgedeutet werden können. Sie sind trügerisch. Ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung. Vielleicht ist das, was Sie für sie fühlen, einfache Dankbarkeit und Zuneigung. Nein, nein, es ist mehr als das. Hatten Sie schon mal das Gefühl, eine Straße entlang zu gehen, ohne genau zu wissen, warum Sie eigentlich diese Straße hinuntergehen? Dann sehen Sie etwas in der Ferne, was Ihre Aufmerksamkeit erregt. Und Sie kommen näher und noch näher. Und dann ist es da. Sie steht genau vor Ihnen, diese eine bestimmte Sache. Sie haben sie nur ganz zufällig gefunden. Das ist meine Liebe zu Ihnen. Und ich weiß, dass sie echt ist. Erinnern Sie sich oder wissen Sie, was Ihnen für Sie fühlt? Das ist ein Unterschied. Sie muss doch etwas für mich fühlen, sonst hätte sie mich nicht hierher gebracht. Ja, ich weiß es nicht. Aber Sie sollten vielleicht mit ihr reden. Mit Sicherheit gibt es nur einen Mann, den Eden liebt. Und der heißt Cruz. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag nur nicht, dass du überrascht bist. Du und ich, wir haben schon so vieles gemeinsam durchgestanden. Ich finde, wir sollten es offiziell machen. Eden, ich will, dass du meine Frau wirst, dass du mich heiratest. Es liegt bei dir zu sagen, wann. Es wartet dein Priester auf Abruf. Wenn du ja sagst, dann können wir in einer halben Stunde Mann und Frau sein. Wie findest du das? Wahnsinn, das sieht toll aus. Wirklich? Oh, danke schön. Großartig. Ich finde auch, gerade dieses Kleid bringt ihre Figur wunderbar zur Geltung. Es ist ein Original von unserem Top-Designer. Das heißt wohl auch eine Top-Designer-Preislage, nicht wahr? Oh, nicht unbedingt. Dieses spezielle Stück hängt schon eine ganze Weile hier in unserem Geschäft und daher verkaufen wir es zu einem reduzierten Preis.
Und wenn Sie die Qualität berücksichtigen, sind 700 Dollar sicher nicht zu viel. Oh ja, natürlich. Das ist ein wunderbares Kleid. Aber ich hätte noch gern, falls es Ihnen nichts ausmacht, noch andere gesehen, bevor ich mich entscheide. Natürlich. Sofort. Dankeschön. Oh, lass uns hier verschwinden, bevor sie zurückkommt, Jake. Wieso? Wieso? Es kostet 700 Dollar. Lass das meine Sorge sein, was es kostet, okay? Wir sind hergekommen, um dir was ganz Besonderes zu kaufen, verstanden? Und wir gehen erst, wenn du es hast. Nein, nein, das ist Wahnsinn, das ist verrückt, ich... Das bisschen Geld ist dir wohl zu Kopf gestiegen. Aber ich werde nicht die Erste sein, die ihre Vorteile daraus zieht. Also wieso verschwinden wir nicht und suchen eine gute Bank, wo wir das Geld für dein Studium anlegen können? Was hältst du davon? Nichts. Ich möchte dir das Kleid schenken. Warum bist du nur so ein Querkopf? Ich bin kein Querkopf. Ich... Geld macht mich nervös. Ich meine, viel Geld macht mich nervös. Es verändert die Menschen. Und du hast Angst, dass ich mich verändere, hm? Also gut, hör mir jetzt zu. Ich bin es nur, Jake. Und ich bleibe es auch. Okay? Gut. Kane, ich will Sie nicht verletzen, aber Sie sollten wissen, wie die Dinge um Eden stehen. Sie ist eine bemerkenswerte Frau. Ja, das ist sie. Und eine sehr einfühlsame dazu. Deshalb sind Sie hier. Es war ihr so wichtig, dass Sie herkommen, damit Sie ein Zuhause haben. Das ist ihre Art, Ihnen ihren Dank auszudrücken. Sie weiß, dass sie das nicht zu tun braucht. Ihre Gesundheit war wirklich alles, was ich wollte. Aber das ist nicht Edens Art. Es ist nicht ihr Stil, einfach nur zu nehmen, besonders wenn sich der andere in Schwierigkeiten befindet. Aber wenn Sie denken, dass Ihre Anwesenheit ihr mehr bedeutet, dann befürchte ich, dass Sie sich irren. Ich weiß, dass sie Ihnen dankbar ist. Aber verwechseln Sie nicht Dankbarkeit mit Liebe. Soll das heißen, sie hat nur Mitleid mit mir? Nein. Aber das stimmt nicht. Da ist etwas zwischen uns, ich kann es nur nicht ausdrücken. Wieso lässt sie mich sonst in ihr Haus, obwohl ich sie bedroht hatte? Ich meine, das wäre doch verrückt, außer sie würde wirklich etwas für mich empfinden. Ich wünschte nur, ich wüsste noch, was es war. Was auch immer in den Bergen zwischen uns vorgefallen ist, Eden. Ich weiß, dass du es auch fühlst. Aber wieso triffst du dich dann mit ihm? Wohl nichts von Einleitungen, nicht wahr? Ich dachte, ich sollte kulinarisch verwöhnt werden. Vor dem Heiratsantrag und nicht danach. Du hast sicher recht. Ich dachte nur, es wäre möglich, dieses eine Mal auf eine Einleitung zu verzichten. Und wenn man bedenkt, wie lange ich schon darauf warte. Cruz, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Ich will dich nicht verletzen. Das hier ist so bezaubernd. Die Kerzen und die Blumen hier und der Ring. Es ist bezaubernd, aber es ist nicht echt. Du hast eine Fantasiewelt geschaffen und denkst, dort mit mir glücklich sein zu können, wie in einem Märchen. Und wie lange denkst du, wird dieser Traum anhalten, wenn ich dich heirate? Wenn ich zum ersten Mal deine Hilfe brauche und du natürlich nicht da bist, weil du arbeitest. Es wird so viele Situationen geben, wo ich auf deine Hilfe angewiesen bin. Wie lange könnten wir auf diese Art glücklich sein? Wann wird uns die Realität einholen? Eben. Es ist Realität, was wir füreinander empfinden. Das hat sich nicht geändert. Und es wird sich auch nie ändern. Ich liebe dich.
mehr als alles andere. Und Gott weiß, dass ich dich brauche. Alles andere zählt nicht für mich. Doch, es zählt. Mir ist es wichtig. Ich akzeptiere mein Leben nicht so, wie es ist. Ich hasse mich so, wie ich bin. Und nach einiger Zeit würde ich dich hassen, weil du so tust, als sei ich normal. Dabei wissen wir beide, dass das nicht wahr ist. Gut. Ist gut. Können wir darüber sprechen, wovor du wirklich Angst hast? Bitte, ich will jetzt reingehen. Nein, warte, nein, hör mir zu. Ich liebe dich. Bitte. Ich liebe dich und ich werde dich mein ganzes Leben lang lieben. Selbst wenn ich dich nie mehr berühren oder auch nur sehen dürfte. Wenn du daran zweifelst, denke einen Moment darüber nach, was wir zwei durchgestanden haben, Eden. Das willst du alles wegwerfen? Ich weiß das alles zu schätzen. Du wärst verrückt, wenn du wirklich glaubst, ich könnte das alles vergessen. Wie sehr wir uns geliebt haben. Wie wir immer füreinander da waren. Wie es sich angefühlt hat, in deinen Armen zu liegen. Und mit dir zu schlafen. Ich verstehe nicht, wie du mich noch immer lieben kannst. Wenn ich mich daran erinnere, wie wunderschön unser Leben gewesen ist. Jetzt bin ich hilflos. Ich bin zu nichts mehr in der Lage, verstehst du nicht? Diese Person, die hier sitzt, ist vielleicht nie mehr fähig, mit dir zu schlafen. Wer immer dir erzählt hat, dass wir nicht miteinander schlafen können, weiß nicht, was er redet. Ich weiß, wir können es und es wird so schön sein, wie es immer war, wenn nicht noch schöner. Woher weißt du das? Wie kannst du dir nur so sicher sein, dass alles wieder so sein wird, wie es immer war? Baby, ich erwarte nicht, dass alles so sein wird, wie es früher war. Das ist nicht wichtig und ich frage auch nicht danach. Ich weiß, dass es anders sein wird und ich will es auch so. Ich habe alles Mögliche versucht, um dir zu zeigen, wie ich fühle. Alles außer dich in meine Arme zu nehmen. Ich sehne mich danach, mit dir zu schlafen. Und was ist, wenn ich es nicht kann? Eden, wenn du deinen Ängsten nachgibst, dann trägst du sie mit dir herum für den Rest deines Lebens. Baby, schenke uns eine Chance. Also, wenn du mehr Zeit brauchst, dann bin ich bereit, dir alle Zeit dieser Welt zu geben. Reicht dir etwa eine Stunde? Ich könnte nur etwas mehr Zeit brauchen. Ich weiß, ich weiß. Ich will dich nicht bedrängen. Wie wär's morgen? Okay. Was sagst du dazu, Baby? Hör zu. Ernsthaft, wir können einen Picknickkorb mit zu der kleinen Bucht nehmen, die nur wir beide kennen. Das wäre doch toll. Ich werde eine Flasche Wein reintun, etwas Käse, Brot. Nur wir beide, Eden. Ganz allein. Sag einfach nur ja. Ich kann nicht. Bitte, es tut mir so leid. Ich möchte, dass du ihn zurücknimmst. Ich kann ihn nicht annehmen. Ich weiß nicht. Ich habe einfach zu viel Angst. Nein, nein. Wenn ich ehrlich sein soll, dann habe ich auch etwas Angst. Also warum behältst du ihn nicht? Und pass gut auf ihn auf. Für uns beide, Baby.
Liebling. Was? Du bist viel stärker, als es dir bewusst ist. Und ich weiß, dass wir beide das durchstehen werden. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Warum sind Sie nach Santa Barbara gekommen? Ich hatte meine Gründe. Und sie schienen mir am Anfang wichtig zu sein. Was hat sich geändert? Ich habe mich verändert, als Kelly und die anderen Capwords in mein Leben getreten sind. Am Anfang stand ich schrecklich unter Druck, aber sie sind außergewöhnlich, wenn man sie besser kennt. Ich will mich mal so ausdrücken, man muss für die Reichen und Mächtigen viel Geduld aufbringen. Und alle Privilegien den Privilegierten. Ich weiß nicht. Vielleicht haben Sie recht. Entschuldigen Sie, ich will Kelly anrufen. Mal sehen, was die so lange treibt. Jeffrey. Oh, hallo, wie geht's? Oh, gut, danke. Gut. Elena. Was tust du denn hier? Ich habe dich gesucht. Du hast deine Verabredung mit Dr. Glass nicht eingehalten. Würdest du mir sagen, warum? Hallo, Kelly. Hallo. Das Kleid ist bezaubernd. Haben wir gut gemacht, hm? Ja. Ich will es einpacken. Jeffrey hat es leider schon gesehen. Ich will nicht, dass es nochmal passiert. Ich denke, dieser Aberglaube betrifft nicht dich und Jeffrey. Euch erwartet ein glückliches Leben und eine wundervolle Hochzeit. Besteht eine Chance für uns, auf eine Doppelhochzeit zu warten? Ich weiß dein Angebot zu schätzen, aber ich denke, es ist für solche Pläne noch zu früh. Nun, ich kann warten, solange du dir nicht zu viel Zeit lässt. Noch was. Ich muss mit dir sprechen. Kane war gerade hier. Eden, er liebt dich. Und zwar seit ihr in den Bergen zusammen wart. Was ich die ganze Zeit schon befürchtet habe, ist jetzt geschehen. Du wusstest es und hast nichts unternommen? Was hätte ich tun sollen? Glaubst du nicht, dass es falsch war, ihn herzubringen, wenn du wusstest, was er fühlt? Kelly, ich brauche ihn. Und er braucht mich. Wir helfen uns gegenseitig. Dieser Mann liebt dich. Du kannst das nicht einfach vergessen. Er wird es auch nicht vergessen. Entschuldigt bitte die Störung, aber ich suche Eden. Soll ich hier bleiben? Oh nein, nicht nötig. Wir reden morgen weiter. Na gut. Okay. Bis dann. Wiedersehen. Hallo. Hallo. Hat sie dir erzählt, worüber wir geredet haben? Ja, das hat sie. Kane, ich weiß, du hast viel durchgestanden, so wie ich auch. Und ich weiß, du bist dir über viele Dinge noch nicht im Klaren. Nein, nein, ich bin mir darüber im Klaren. Für mich ist die Sache vollkommen klar. Ich hab dich geliebt. Und ich tue es noch. Du solltest nicht sagen, was dir später vielleicht leid tun könnte, Kane. Ich weiß, was ich sage. Meine Gefühle haben sich nicht verändert. Haben sich denn deine geändert? Nein, ich habe Gefühle für dich. Es sind nur nicht dieselben, die du für mich empfindest. Ich will dich was fragen. Oben in den Bergen. Es gibt so viel, an das ich mich erinnern sollte, doch es geht nicht, aber... Ich fühle, ich habe dir da oben etwas angetan, das dich verletzt hat. Wieso sagst du das? Als ich dir sagte, dass ich dich liebe, da hast du so ängstlich ausgesehen wie ein Tier in der Falle, oder? Nein, ich habe keine Angst vor dir. Es war so, aber jetzt nicht mehr. Aber warum habe ich dann solche Angst? Was ist an meiner Liebe zu dir, das mir so viel Angst macht? Ich weiß es nicht, Kane. Darauf musst du dir selbst eine Antwort suchen. Eden. Du hast kein Recht, mir nachzuspionieren. Ein Vater hat das Recht, sich um sein Kind zu sorgen, wenn er denkt, dass es in Schwierigkeiten steckt. Ich kann diese ganze Aufregung nicht verstehen.
Ich habe einen einzigen Termin beim Psychiater vergessen. Bei der Arbeit kam was dazwischen. Gibt es etwas Wichtigeres als deinen seelischen Zustand? Oh, mein Gott, Daddy, ich bin noch nicht reif für die Zwangsjacke. Ich dachte, die Sitzungen mit Dr. Glass helfen dir. Das tun sie ja, sie sind fantastisch. Warum dann diese Heuchelei? Wieso sagst du dann Jeffrey nicht, dass ich dein Vater bin? Denkst du, er hat kein Recht, das zu wissen? Sicher hat er das, wenn nicht er wäre. Dann sag es ihm endlich. Ja, doch, ich sag es ihm. Elena, ich liebe dich. Ich wünsche von Herzen, dass du glücklich wirst, aber du bist nicht aufrichtig, nicht ehrlich zu mir und nicht zu dir selbst. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich meine, dass du deine Identität vor allem geheim hältst. Ich habe keine Ahnung, was du so planst und was dir vorschwebt. Aber ich sage dir, ich habe Angst um dich. Kein Grund zur Sorge, wirklich. Dr. Glass und ich werden das schon hinkriegen. Ich will dich nicht kränken, doch du mischst dich zu sehr ein. Na gut. Kann ich sonst noch was für dich tun? Nein. Das muss ich allein schaffen. Dr. Glass sagt, wenn ich mich zu sehr unter Druck setze, könnte all der Ärger, den ich über Jahre unterdrückt habe, aus mir herausplatzen. Wer weiß, was dann geschehen würde. Vielleicht würde jemand verletzt. Und wir wollen doch nicht, dass das passiert, oder? Willst du eine Gehaltserhöhung? Was machst du hier um diese Zeit? Wie geht's dir? Wie geht's mir? Und wie geht es ihr? Wie war deine Privatparty mit Eden? Da komme ich gerade her. Und? Und was? Was ist los? Details, Details. Ich will Fakten. Es war wirklich gut. Genauer gesagt war es besser als gut. Wir haben uns über viele Dinge ausgesprochen. Ich glaube nicht, dass uns noch etwas trennen kann. Gut, großartig. Ich mache es ungern, aber ich muss dich mit einer unangenehmen Nachricht vertraut machen. Was gibt's? Also gut, als ich herkam, war Elena noch da. Sie hat nicht erwartet, dass ich hier überraschend auftauche. Ich komme rein und habe den Eindruck, als hätte ich sie überrumpelt. Als sie weg war, bin ich wieder zurückgekommen und habe ein wenig in ihren Sachen herumgeschnüffelt. Sieh dir das an. Hier, das habe ich in ihrem Schreibtisch gefunden. Tja, unsere kleine Mata Hari war ziemlich fleißig. Vielleicht hat ihr niemand beigebracht, dass das Abhören gegen das Gesetz verstößt. Was sagst du dazu? Tja, weißt du, vielleicht benutzt sie es für irgendeinen Fall. Das ist wirklich sehr klug, ein Fall. Wessen Fall? Dein Fall? Edens Fall? Kanes Fall? Vielleicht alle drei Fälle, ha? Huh? Sie ist eine sehr undurchsichtige Lady. Was hat sie für einen Grund? Ich weiß es nicht und mir ist es auch völlig egal. Wenn du mich fragst, solltest du sie rausschmeißen, ganz schnell. Ohne Warnung, ohne Erklärung, ohne Kündigungsfrist und ohne goldene Uhr. Das finde ich nicht richtig. Wenn sie weg ist, werden wir nie dahinter kommen, was sie vorhat. Du solltest auf sie aufpassen. Sie ist ein abgebrühtes Luder. Wir werden noch abgebrühter sein. Wenn sie nicht aufpasst, dann wird Miss Norris den Tag bereuen, an dem sie ihren Fuß in diese Stadt gesetzt hat. Ich bin froh, dass wir zwei allein sind. Hallo? Bist du da? Du bist den ganzen Abend abwesend. Was ist los? Ich weiß. Ich weiß. Ich kann nicht aufhören, über Kane nachzudenken. Glaubst du, er versucht zu verhindern, dass Eden wieder mit Cruz zusammenkommt? Möglich. Ich befürchte ja. Kann ich dir einen kleinen Ratschlag geben? Halt dich daraus. Ehrlich, ich weiß, du liebst sie, doch sie ist erwachsen. Sie kann auf sich selbst aufpassen und auf ihre Liebhaber. Aber das kann ich nicht, Jeffrey. Mein Instinkt sagt mir, dass ich mich einmischen soll, vor allem, wenn es um meine Familie geht. Ich denke, das liegt irgendwie an den Capwell'schen Erbanlagen. Kann schon sein und ich werde dir noch was sagen. Ich denke, Kane versucht, ihre Verletzlichkeit auszunutzen und das gefällt mir nicht. Cruz lässt das nicht zu, glaubst du nicht auch? Ich hoffe nicht. Denn er glaubt immer noch an ein Happy End für sich und ihn. Wirst du jetzt aufhören, dich um deine Schwester zu sorgen? Ich bin auch noch da. Geht es dir gut? Nichts hat sich zwischen uns geändert. Es tut mir leid, dass ich das zu dir gesagt habe, wirklich. Das Einzige, was in dieser Welt zählt, ist, dass wir wieder zusammen sind. Ich werde dich nie verlassen. Niemals. Ich habe für diesen Tag gebetet, wie für sonst nichts in meinem Leben, und bin erhört worden. Du musst mir versprechen, dass du mich keinen einzigen Tag allein lässt, Eden. Ich will, dass du mir das versprichst. Und dass du meine Frau wirst. Ich werde deine Frau sein.
Für immer und ewig und alle Zeit. So sehr danach gesehnt. Ich lasse dich nie wieder gehen. Ich werde dich nie wieder aus den Augen lassen. Nein, nein, Bruce, nicht. Gib mir bitte meinen Morgenrock. Was ist los? Gib mir bitte meinen Morgenrock. Gut. Nein, ich kann es allein machen. Ich will nur... Bitte fass mich nicht an. Was? Was hast du vor? Warte doch eben, lass uns darüber reden. Ich will aber nicht darüber reden. Hör zu, wenn das nicht gleich sofort klappt, dann heißt das doch gar nichts. Wir haben alle Zeit der Welt. Nein, das haben wir nicht. Das war ein großer Fehler. Die Hochzeit, einfach alles. Ein dummes, mitleiderregendes Armutszeugnis, ein Reinfall. Das ist nicht wahr, das weißt du auch. Die Zeit ist nicht mehr auf unserer Seite. Du weißt genau, was ich meine. Willst du hier sitzen und zusehen, wie ich im Rollstuhl alt werde, während du dich wie eine Krankenschwester um mich kümmerst? Ich habe mir geschworen, dass ich dir das nie antun werde. Einen Krüppel als Ehefrau, die Berührung ihres Mannes nicht spüren kann. Für mich will ich das nicht. Und ich will das nicht für dich. Ich möchte dir was schenken. Du meine Güte, ich meine, sie ist wunderschön, bist du ganz sicher? Sie gehörte meinem Vater. Er hat sie mir geschenkt und ich möchte sie dir schenken. Haley, ich weiß nicht, was ich kann das nicht annehmen, sie ist zu wertvoll. Ich will es aber so, Jake. Bitte nimm sie. Durch dich habe ich heute viel gelernt. Ich habe erkannt, dass nicht die Dinge selbst wichtig sind, sondern die Art und Weise, wie man sie schenkt. Es soll dem anderen zeigen, dass er wirklich wichtig ist. Und ich will dir zeigen, wie wichtig du für mich bist. Und ich verspreche dir, dass ich sie hegen und pflegen werde. Und dich auch. Für den Rest meines Lebens. Natürlich werde ich es geheim halten. Ehrenwort, es ist nicht für mich. Gut, aber das werde ich ganz Ihnen überlassen. Das ist fair. Ja, danke. Wiederhören. Ich dachte, du wärst nach Hause gegangen. Bin schon auf dem Weg. Kommst du mit? Nein, Pearl, ich werde zu Fuß gehen. Also, ich könnte heute um die Welt laufen, ohne Blasen zu kriegen, vor Glück. Ja, ich denke schon, du solltest dir das Gefühl einprägen, es wird dir Glück bringen. Wenn ich dein blödes Grinsen richtig erfasse, dann ist etwas im Gange. Das ist der Wind. Er hat sich gedreht und bringt Veränderung. Ich denke, die Dinge wenden sich zum Guten für Eden und mich. Und das sollte man nicht unterbewerten, Pearl. Gib mir noch eine Chance, bitte. Wozu denn? Um wieder wegzulaufen? Nein, um dir zu zeigen, wie sehr ich dich liebe. Das ist die Wahrheit. Ich liebe dich, Kate. Eden, du hast mich angelogen. Wieso? Hallo? Habe ich dich geweckt? Nein, ich konnte nicht schlafen. Hör zu.
Ich möchte dir einen Vorschlag machen. Bruce, entschuldige, es ist schon spät. Ja, ich weiß. Ich brauche dich auch nur eine Minute. Ich will dich nur etwas fragen. Ich will, dass du mit mir zum Sommerfest gehst. Oh nein. Nein, nein, danke. Bitte warte. Du weißt nicht, was ich vorhabe. Du musst mir eine Chance geben. Wir werden viel Spaß haben. Ich verspreche dir, dass keiner von uns diesen Tag je vergessen wird. Ich weiß noch nicht. Du weißt noch nicht? Das ist doch schon ein Fortschritt. Das ist nicht weit von einem Jahr entfernt. Ich muss viel an heute Abend denken und ich weiß, wie schwer das für dich ist. Aber Baby, du musst mir vertrauen, es wird sich bezahlt machen, wenn du mir eine kleine Chance gibst, ja? Ich bitte dich nur um eine Verabredung und das ist doch nicht zu viel, oder? Kruse, ich kann dir jetzt einfach noch nicht zusagen. Du hast gesagt, du wirst Geduld mit mir haben. Ich werde Zeit brauchen. Na gut. Ich liebe dich. Träum was Schönes.